Guten Tag, Mahlzeit und Hallo, hier ist der Silencer, ich grüße euch und willkommen zum Newsflash, 90 Sekunden, schnell, witzig, verrückt, Game News mit meiner Eieruhr und ja, ich hoffe euch geht's gut, ich war ein bisschen erkältet die Woche, deswegen habe ich auch da nicht so viel Videos gemacht, ich hatte ja noch ein paar im Petto, aber deswegen, wir gehen jetzt direkt los zum Newsflash am Samstag. 90 Sekunden. Und Relic Entertainment gibt bekannt, dass die Closed Beta des Strategiespiels Company of Heroes 2 am 2. April 2013 beginnen wird. Außerdem liegen neue Details zum Inhalt der Beta vor. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Testphasen folgen. Electronic Arts gibt jetzt offiziell bekannt, welche Extras die Vorbesteller des Shooters Battlefield 4 erhalten werden. Darunter befindet sich unter anderem ein garantierter Zugang zum Beta-Test. Das Premium-Paket soll gerüchteweise Drone Strike heißen. So, Jay Wilson von Blizzard Entertainment sagt in einem Interview, dass die Auktionshäuser bei Diablo 3 eher ein Fehler gewesen sind. Ich sehe ja jetzt auch gar nichts Neues. Die Entwickler Creative Assembly haben auf der GDC ein neues Total War Spiel angekündigt. Total War Arena soll ein kostenloses, spielbares Mehrspieler Total War werden. Boah, ich habe das so geil gezockt damit. Ich freue mich voll drauf. Der Autor der Story Spec Ops The Line hat Walt Williams hält heutige gewalthaltige Spiele für unkreativ und einfach gestrickt. Sony gab einige neue Details zu PlayStation 4 bekannt. Da kann man den Facebook-Account miteinander verbinden. Noch unbestätigte Berichte zufolge soll der nächste Teil der Batman Arkham-Reihe noch dieses Jahr für die Next-Gen-Konsolen erscheinen. Anders als in Batman Arkham City bzw. Arkham Asylum wird der neue Teil um den dunklen Rächer von Gotham Silver Age Zeitline des DC Comic Universums, also in den 50ern und 60ern spielen. Und da sind die 90 Sekunden leider schon um. Bam! Ui, ich habe heute doch einiges geschafft, finde ich. Ja. Haben wir das noch? Das ist alles nicht so wichtig. So, ein ganz kleines bisschen eine Meinung. Ich mache ja immer so ein bisschen eine Gaming-Meinung noch von mir. Was machen wir denn? Batman, jetzt zu Batman ist eigentlich alles gesagt. So, Batman ist geil und fertig aus. Aber was machen wir denn? Hier, PlayStation? Nee, PlayStation, da habe ich schon ziemlich viel drüber. Was ist das hier? Komm, machen wir mal wieder das geile, leidige Thema. Gewalt in Spielen. Shooter. Also Spec Ops The Line habe ich leider nicht gespielt, aber ich habe mir zum Beispiel von einem Josh sagen lassen, also von Hall of Gaming der, beziehungsweise der spielt ja auch immer mit uns, dass das Spiel extrem gut sein soll und er ist auch selber schon ein bisschen krass drauf, so was mit so Krieg-Games und sowas und Shootern. Und er sagt selber, die Story von dem Spiel geht einem schon so ein bisschen nah und ist schon krass. Ich habe es leider noch nicht gespielt, sollte ich jetzt mal machen. War, glaube ich, jetzt auch irgendwie im Angebot. Die Anne hatte das, also die Razershell hatte das in Facebook, hatte dir das geschrieben, dass es irgendwie für 3 € oder sowas gibt. Kann ich ihm eigentlich auch zustimmen, dass diese gewalthaltigen Spiele sehr unkreativ sind. Also man stumpft so langsam ab. Also das, was die Leute immer sagen, ja, man stumpft bei der ganzen Gewalt ab und so, ist es eher jetzt so, dass man abstumpft, weil man alles immer schon gesehen hat. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nein, warum tötet er ihn oder so? Klar, dass man da auch ein bisschen abstumpft, aber es geht darum, dass man alles halt einfach schon gesehen hat. Und wenn jemand auf der Straße bei mir erschossen würde, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, klar, habe ich schon gesehen im Shooter oder so. Da geht's ja gar nicht drum. Es geht darum, dass einfach diese ganzen CODs oder die ganzen einfach normalen Shooter einfach sehr unkreativ sind. Und dann muss ich jetzt nochmal sagen, jetzt verbinden wir das Ganze mal. Ich habe jetzt Bioshock 3 durchgespielt und ich muss sagen, der Shooter-Part von dem Spiel ist sehr einfallslos. Also es ist einfach nur ein reiner Ballershooter. Wenn man es jetzt nur mal von der Shooter-Seite sieht, klar, Story und so ist ganz cool, Spielwelt ist auch ganz nett, aber nur rein von den Schießpassagen ist das total billige Kost. Also da ist jetzt nichts Neues oder Intelligentes oder so. Das Einzige, was cool ist bei Bioshock, ist, wo man den Vogel immer hin und her schießen muss. Da kommt einem ganz kleines bisschen Taktik auf. Ansonsten das mit den Kräften und so. Aber so, das meint er wahrscheinlich, dass es einfach unkreativ heutzutage ist, ne? Und mal gucken, was da überhaupt noch in der Szene passiert, so mit der ganzen Gewalt und so. Weil ich müsste echt mal Spec Ops The Line spielen, um zu schauen, ob das wirklich so brutal ist. Habe ich sonst noch irgendwas?
Nö. Dankeschön für eure ganze Unterstützung. Ich bedanke mich bei den Leuten, die fleißig meine Videos gucken. Vielleicht möchte ich einmal ganz kurz an euch einen Appell starten. Und zwar, ich möchte ja, was heißt bald, ich möchte demnächst irgendwie in einem halben Jahr oder so, will ich in das GameStar-Netzwerk. Dazu brauche ich am Tag 2000 Aufrufe. Das hört sich generell eigentlich nicht viel an. Auf der anderen Seite hört sich das trotzdem viel an, für die Leute, die halt einen kleineren Kanal haben, so wie ich, ne? Es ist wirklich viel und mir ist halt aufgefallen, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, habe ich immer nur so 100 Views oder so und mir wird es wirklich sehr, sehr gut tun für den Kanal, wenn ihr ein Video von mir seht, einfach draufklickt, egal ob ich euch das gefällt oder nicht, klickt einfach drauf, dass ich halt die Klicks bekomme, dass ich bei GameStar sagen kann, hey, hier, ich möchte in euer Let's Play-Netzwerk, weil andauernd habe ich halt Stress mit Lizenzen und Monetarisierung und mit irgendwelchen Spiele schmieden, die dann sagen, nee, das Video gehen wir nicht frei oder sowas. Ich wurde ja mal gestrikt, auch von Activision und dann hat man einfach diesen ganzen Hackmeck halt nicht mehr, ne? Da würde ich mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen mehr unterstützt noch. Einfach auf die Videos draufklicken, auch wenn euch die nicht gefallen oder wenn ihr keinen Bock drauf habt, einfach draufklicken, dass meine Klicks halt pro Tag hochgehen. Das wäre super cool, richtig geil. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, einfach an mich rantreten, mich bei Facebook vielleicht adden oder einfach bei YouTube mich anschreiben. Und dann können wir miteinander reden. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Osterwochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Newsflash. Ciao, ciao.